Hi Leute, ich bin's wieder hier aus dem Fitnessclub in Fellbach und ich habe Verstärkung dabei, die Lydia vom PEP Ernährungsinstitut. Hi Lydia. Hi Dominik, freue ich mich. Genau. Ihr kennt die Lydia bereits, wir haben ja schon zusammen Kochvideos abgedreht. Das ganze Zeug hat sehr lecker geschmeckt und ist nebenbei auch noch sehr gesund. Und wir haben jetzt auch schon zusammen ein Warm-up-Video abgefilmt. Deshalb sind wir auch jetzt schon erwärmt, können gleich mit einem Home-Workout für den Rumpf loslegen. Ich erkläre dir die einzelnen Übungen und du wirst das Ganze dann durchführen. Das Training ist ideal, gerade für vielleicht alleinstehende Frauen, junge Mütter oder auch Hausfrauen, die eben keine Zeit haben, ins Fitnessstudio zu rennen und vielleicht einfach wenige Hilfsmittel zur Verfügung haben, denn wir brauchen lediglich eine Matte. Deshalb, ich erkläre dir jetzt die 6 Übungen. Es werden 6 Übungen sein für den kompletten Rumpf, inklusive Po und Oberschenkel, und wir fangen einfach mal ein. Du schaust schnell zu, damit ich dir das erkläre. Übung 1 wäre ein Rumpfstand auf den Unterarmen. Dabei zeigen die Zehenspitzen zum Schienbein, ziehen wir an, dann wäre das unsere Ausgangsposition. Genau, und dann kann man entweder die Übung einfach nur halten oder noch ein Bein abheben. Genau, das ist immer dynamisch. Wenn die Übung zu schwer wird, kann man als Vereinfachung auch ein Bein absenken. Je weiter das Bein zum Rumpf geht, desto einfacher wird die Übung. Und dann kann man auch wieder absetzen oder ein paar Sekunden halten. Das wäre unsere Übung 1. Übung 2 wäre das gleiche auf der Seite, der Klassiker, der Rumpfstand. Ja. Auf der Seite, also der Seitstand, Ausgangsposition, genau. Immer schauen, dass dabei der Ellenbogen unter dem Schultergelenk ist. Wenn die Übung zu schwer wird, kann man auch ein Bein absetzen. Und immer schauen, dass man hier nicht nach hinten oder nach vorne ausweicht. Genau, bei dir sieht es sehr gut aus. Streng dich aber jetzt noch nicht zu sehr an, denn du musst das Ganze gleich durchführen. Okay. Genau. Übung 3 wäre logischerweise das Ganze auf der anderen Seite, brauchen wir jetzt nicht extra erklären. Ja. Dann kommen wir zu einer dynamischen Übung für den Bauch. Du brauchst jetzt noch gar nicht mitmachen, schau dir einfach an, wie es geht. Meine Ausgangsstellung wäre einfach hier, dass die Fußsohlen zueinander zeigen. Dann lege ich mich hier auf den Rücken, baue erstmal Spannung im Bauch auf. Ich nehme meine Hände übereinander, mache sie zwischen meine Beine und dann gehe ich dynamisch mit den Händen nach vorne und mit den Beinen zum Bauch. Und dabei wollen wir den oberen Bauch und den unteren Bauch zusammenführen, dass eben eine möglichst krasse Kontraktion stattfindet. Sieht auch krass aus, muss man schon sagen. Aber genau. Wahrscheinlich wunderbar für den Bauch. Für die Übung brauchen wir schon ein bisschen Körpergefühl. Ja. Und eben auch die Haltemuskulatur muss da schon gut arbeiten. Und dann kommt noch das Dynamische dazu. Übung 5 wird dann wieder was für den Rücken sein. Ja. Und zwar Ausgangsposition hier wäre ungefähr 90 Grad Winkel zwischen Unter- und Oberschenkel. Gerader Rücken hier. Die Hände voreinander verschränken und dann immer mit den Ellenbogen vor das Knie und wieder hoch. Man braucht sich dabei gar nicht groß bewegen. Die Übung wird relativ schnell anstrengend für den unteren Rücken und aber auch für die Oberschenkel und für das Gesäß. Bei der Übung ruhig das Gesäß richtig rausschieben, Entenarsch machen, aber kein Hohlkreuz, sondern immer die Spannung halten. Ja. Genau, als letzte Übung. Wieder was für den Bauch. Ausgangsposition wäre hier. Jetzt gehe ich hier mit gestreckten Beinen nach oben. Beine sind oben zusammen, aber Füße. Die Zehenspitzen zeigen zum Schienbein. Dann nehme ich meine Arme hier hoch. Meine Schultern sind vom Boden abgehoben und jetzt versuche ich mit den Zehenspitzen die Fußspitzen zu erreichen. Viele Leute haben dabei eine Verkürzung, können vielleicht nur so machen oder eventuell nur so.
wenn das der Fall ist, einfach trotzdem versuchen und soweit wie es eben geht, Übung aufmachen. Wichtig ist dabei, dass man eben den Bauch generell unter Spannung hält. Ja, das waren die 6 Übungen. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Immer 30 Sekunden Belastung, dazwischen 15 Sekunden Pause. Perfekt. Also es kann mit mir losgehen. Genau. Du machst dich bereit, ich korrigiere dich. Genau, du sagst mir, was ich machen soll. Also genau. Die erste Übung war jetzt... Der Rumpfstand auf dem Rücken. Der Rumpfstand auf dem Rücken. Also genau. Die Zehenspitze gerade. Du musst aber jetzt auf den Unterarm gehen. Auf den Unterarm, genau. Genau. Und jetzt den Po nach... Genau. Ja, sieht gut aus. Halte. Und jetzt einfach mal halten. Wir machen jetzt erstmal 15 Sekunden halten und danach fängst du an, immer kurz die Beine abzuheben. Okay. Ich kann das jetzt hier leichter machen, gell? Genau. Und? Genau. Und jetzt mal kurz das Bein absetzen und das andere. Genau. Sieht gut aus. Ja, da zittert es hier schon ein bisschen, das ist gut. Das heißt, der Körper arbeitet, der Hüftbeuger arbeitet und wir haben unsere 30 Sekunden, also kurz absetzen, 15 Sekunden Pause. Du gehst schon mal in deine nächste Ausgangsposition auf der Seite, Leute, und das, die nächste Übungen und alle anderen Übungen seht ihr jetzt auf Lydias Channel. Klickt also unten auf den Link, dann seht ihr das volle Programm. Schaltet nicht weg und bis gleich.